Also hallo und herzlich willkommen, liebe Lilienfans, zum Trainingsauftakt des SV Darmstadt 98. Nur 26 Tage nach dem Auswärtsspiel erfolgreich in Kiel geht es jetzt nun in die Vorbereitung. Und ja, seht ihr auch schon, das ganze Ensemble rund um das neue Trikot. Ja, allen voran hier ist Dani Inewitz und natürlich Henry John Crosswaite, der noch nicht nach Koblenz geht. Und er hier, auf den werden wir ganz besonders gucken, Thorsten Lieberknecht und Co. Ovidiu reiht sich da ebenfalls noch ein, sportliche Leitung Carsten Willmann und. Also es gibt eine Menge zu erzählen. Ich begrüße euch dahingehend ganz herzlich zu diesem Auftakt hier in Darmstadt, dem wir uns jetzt in der folgenden Stunde widmen werden. Also, da haben wir auch schon die ganze Entourage. Nochmal der Vermerk. Heute dreht sich alles um das neue Heim-Auswärtstrikot des SV Darmstadt 98. In den bekannten Farben Blau-Weiß oder Weiß-Blau, je nach Ausprägung. Das Ganze. Also, was gibt es heute zu sehen? Was gibt es heute zu hören? Also, allen voran geht es natürlich erstmal um das Kennenlernen. Heute ist ja die allererste Einheit überhaupt mit dem Ball. Das Ganze hat ja für die Lilien schon ein bisschen vorher angefangen. Also, der Sommerfahrplan am 16. Juni hat das Ganze gestartet mit den medizinischen Untersuchungen. Also, wie ist die Verfassung, wenn man zurück aus dem Urlaub kommt? Aus dem Urlaub zurückkommen, so rum. Und dann geht es heute in die erste Einheit mit dem Ball. Also ein Kennenlernen, ja, nicht nur untereinander, natürlich auch mit den ganzen Neuzugängen. Um die beschäftigen wir uns heute selbstverständlich auch. Und dann auch natürlich mit dem ganzen Trainerteam. Angesprochener Thorsten Lieberknecht, heute als Cheftrainer unterwegs. Und dann natürlich auch Co-Trainer Ovidiu. Also ein bisschen schauen. Ja, ihr seht es ja, die Jungs machen da jetzt ein paar Späßchen hier, ein bisschen kennenlernen, da. Die ersten Bälle werden hochgehalten und jetzt geht es auch wieder, ein paar neue Nummern einzuprägen, denn Neuzugänge bekommen selbstverständlich auch neue Nummern. Und auch ein paar Spieler aus der U19 haben hier heute ihre Anwesenheit gefunden. Also eins kann ich schon mal vorwegnehmen, es sind von den Neuzugängen nicht alle da, aber das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Aber auch von dem bekannten Personal gibt es ebenfalls ein, zwei Änderungen. Dahingehend verletzungsbedingt, beziehungsweise der Großteil noch im Reha-Programm. Aber dazu kommen wir Stück für Stück. Jetzt geht's erstmal ins Kennenlernen. Also Thorsten Lieberknecht begrüßt die Mannschaft. Für ihn ja eine sehr spannende Station hier in Darmstadt. Ihr habt es ja mitbekommen auf dem Weg hierher. Zweimal geblitzt worden. Ne? Unser neuer Chefcoach. Ein Vertrag unterschrieben bis Juni 2023. Also man möchte selbstverständlich für die Zukunft planen. Und dahingehend hat man mit Thorsten Lieberknecht jemanden gefunden, ne? Von dem man sich von allen Seiten aus so weit sicher ist, dass es für die Zukunft stattlich sein wird. Also, da haben wir die ganze Truppe, angeführt von Kai-Peter Schmitz. Und dann können wir uns mal ein bisschen umsehen, ja. Traut sich einer zu winken? Ich glaube nicht. Also, Stimmung ausgelassen, bestes Wetter hier in Darmstadt. Für den einen fast schon zu sonnig. Und dann geht es jetzt in die erste Laufrunde mit hinein. Ja, Thorsten Lieberknecht, der angesprochene Trainer, der wird sich jetzt gleich auch schon zu Wort melden. Dahingehend auch der Vermerk, dass ich heute nicht ganz alleine bin. Heute ist ebenfalls noch die liebe Julia vom Medienteam dabei. Die wird sich gleich Thorsten Lieberknecht im Anschluss ranholen, um da ein, zwei Worte mit ihm zu sprechen. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir auch gleich mal rüber zu Julia, denn Thorsten Lieberknecht steht bereit. So, ja, dann darf auch ich die Lilienfans hinter den Bildschirmen begrüßen. Leider hinter dem Bildschirm ist es noch nicht gestattet, hier beim Training zuzuschauen. Wir fangen aber mit den Interviews jetzt schon an. Ich habe unseren neuen Chefcoach Thorsten Lieberknecht hier bei mir. Thorsten, hallo. Ja, hallo. Du machst heute deine erste Einheit hier am Bölle. Du bist ja aber schon ein paar Tage länger jetzt hier in Darmstadt.
beschreib doch mal deinen ersten Eindruck hier so vom Stadion, vom Trainingsgelände, von den Menschen, vielleicht auch schon von der Stadt, falls du Zeit hattest. Wie ist dein erster Eindruck hier in Darmstadt? Ja, die Stadt habe ich heute Morgen kennengelernt, weil ich noch mal eine Stoppuhr habe kaufen müssen. Also von daher war ich jetzt heute mal in der Stadt drin. Ja, was kann ich sagen? Ich habe jetzt natürlich in diesen 2 Wochen, seit ich hier bin, sehr viele Menschen kennengelernt, die vor allen Dingen hilfreich sind, die helfen wollen, die anpacken wollen, die sich sehr familiär, sehr freundlich zeigen, aber vor allen Dingen halt auch sehr professionalisiert zeigen für das, was wir vorhaben. Das ist nämlich, dass wir hier am Spieltag, und das ist immer der Highlight, ob zu Hause, hoffentlich dann auch wieder vor Fans oder auswärts dann dort eben ja, Siege einfahren wollen. Also sehr professionell alles aufgestellt. Die Bedingungen sind top. Hier darf sich und sollte sich auch bei mir keiner beschweren, weil das hier auf dem Top-Niveau alles abläuft. Von daher kann ich wirklich sagen, bin ich voll des Lobes und freue mich aber jetzt auch wirklich, dass es dann hier endlich auf dem Platz losgeht. Ja, wir übertragen jetzt heute das Training, die erste Einheit im Livestream. Was erwartet denn die Zuschauer zu Hause, aber auch die Spieler heute beim ersten Training? Hast du dir was Besonderes überlegt für die erste Einheit oder was macht ihr heute? Ja, das Besondere ist ja erstmal, dass wir unser Heim- und Auswärtstrikot erstmal anhaben. Da läuft es ja schon darauf hin, dass wir nachher dann einfach auch nochmal 16er ins Spiel machen. Davor ist es jetzt ähnlich ja, wie oft bei mir, dass ich sehr komplex trainieren lassen möchte. Das heißt jetzt Kai aus meinem Trainerteam ist dabei, eben die Mannschaft jetzt aufzuwärmen. Man sieht ja jetzt auch so ja, die obligatorischen Stabi-Übungen, die dazugehören. Dann gehen wir in Passform über, dann haben sie noch mal ein bisschen Zeit für sich, sich mal wieder an den Ball zu gewöhnen. Und zum Schluss werden wir dann eben ein Spiel absolvieren, 3x10 Minuten, so haben wir es vorgesehen. Wir müssen noch ein bisschen improvisieren. Ein Torhüter wird immer im Feld mitspielen. Mal gucken, der wird dann auf der 6er-Position zu Hause sein. Vielleicht haben wir ja da versteckte Talente dann auch noch. Ihr wart ja auch heute Morgen schon hier, habe ich gehört, und habt da schon im Gebäude ein bisschen Krafttraining oder was gemacht oder ein bisschen angepasst nochmal? Ja, mittlerweile ist es ja auch so, wir haben ja schon auch den einen oder anderen angeschlagenen Spieler, die dann halt auch individuell trainieren müssen. Und was wir heute hatten, war, dass alle Jungs nochmal einen Isokinetik-Test durchgeführt haben, also einen Test für die Beinkraft, wie es da aussieht. Das haben sie heute Morgen schon gemacht, also von daher werden wir da so ein bisschen Rücksicht nehmen heute auf diese Nachmittagseinheit, auf diesen Aufgalopp. Ja. Jetzt war die Pause ja relativ kurz, sage ich mal. Wir sind da auch teilweise andere Zahlen an Tagen gewohnt. Viele Spieler sind jetzt gerade erst aus dem Urlaub gekommen vor ein paar Tagen. Die Neuzugänge hatten wahrscheinlich viel mit Umzügen zu tun. Du vielleicht auch, bist ja auch neu hier. Hattest du schon die Chance, das Team abseits des Platzes mal oder abseits des Bölles kennenzulernen? Habt ihr euch da schon mal getroffen? Oder? Na, das weniger, aber wir haben uns halt in den Katakomben getroffen. Wir haben da die ersten Gespräche mal geführt oder auch bei einer Testung war ich mal mit dabei. Und da hat man sich dann mal unterhalten, hat man so das eine oder andere erfahren können, vor allen Dingen, wo sie im Urlaub waren. Und das ist eben jetzt das, was die ersten Begegnungen waren. Es geht jetzt los. Jetzt geht es einfach darum, hier die Jungs noch intensiver kennenzulernen auf dem Platz, aber vor allen Dingen auch neben dem Platz. Was ich den Jungs heute Morgen, oder jetzt nicht heute Morgen, sondern jetzt gerade eben in der Sitzung mitgegeben habe, ist, dass ich das Ganze hier mit allen, die dazugehören, wie eine Familie sehe. Und wer eine Familie hat, weiß, dass die Verantwortung dementsprechend halt auch sehr groß ist. Und die Verantwortung haben wir auch, dass wir hier gute Leistungen zeigen. Und bei einer Familie gehört es einfach auch dazu, dass man sich auch mal kabbelt, aber vor allen Dingen auch versteht und als Team immer auftritt. Und das war meine erste Botschaft an die Truppe. Freut mich, oder ich finde es schön, dass du den Begriff Familie hier einbringst, weil wir eben auch als Mitarbeiter hier eine große Familie sind, alle zusammen. Eine abschließende Frage habe ich noch, bevor du auf den Platz gehst. Worauf freust du dich bei der kommenden Saison denn am meisten? Es ist ja irgendwie auch eine besondere Liga mit Werder, Bremen, Schalke, HSV und Co. Worauf freust du dich am meisten? Dass wir jagen dürfen, auf das freue ich mich. Also das ist eine große Herausforderung. Das ist eben eine Herausforderung, neue Spiele zu integrieren. Es werden noch Neuzugänge kommen. Es wird die Herausforderung jetzt erstmal sein, in den 4 Wochen die Mannschaft auf einen guten Fitnessstand zu bekommen. Dann haben wir noch die eine Woche, bevor es losgeht zum Spiel. Und dann freue ich mich, weil ich es ja auch aus der damaligen Zeit auch kenne, wenn es dann Gott sei Dank hier Spiele gibt vor Fans, vor unseren Fans. Und dann gibt es auch noch so ein paar Kleinigkeiten, auf die ich mich auch noch freue, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, aber jeder weiß wahrscheinlich, was ich meine. Genau. Thorsten, dann danke ich dir für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem ersten Training. Danke, ja.
Und ich gebe jetzt damit rüber zu Angelos, meinem Kollegen. Bis gleich. Bitte. Danke. Vielen Dank an dich, liebe Julia. Und dann schauen wir jetzt auch hier auf die Einheit, die ja auch schon im Hintergrund angelaufen ist. Also da gibt es kein Erbarmen bei Kai-Peter Schmitz. Eine kurze Runde gelaufen, jetzt geht es hier direkt in die Stabilisationsübungen. Man muss ja gucken, wo der ungefähre Fitnessstand bei den Spielern liegt. Hat man ja schon als ersten Eindruck erfahren im Laufe der Tage, aber jetzt hier nochmal auf den Rasen. Also ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier auch heute aussehen soll. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das beste Sportwetter. Sieht zwar gut aus, aber ist unfassbar anstrengend in der knalligen Sonne seine Übungen zu absolvieren. Aber das sind ja Profis, / angehende Profis. Und dann geht es auch gleich mal in die zweite Runde mit hinein. Wir sehen oben rechts am Bildschirmrand das Triplett um die Keeper-Positionen. Und da haben wir sogar zwei neue mit dabei. Also natürlich ein Voran, Marcel Schuhn, bekannter Torwart bei den Linien. Aber da sind ja noch zwei dazugekommen. Also wir gucken, wen wir da noch ranbekommen. Wir sehen Morten Behrens vom 1. FC Magdeburg gekommen, ablösefrei. Und dann die zweite Meldung, ja, die kam relativ heute früh. Vielleicht habt ihr da noch ein wenig geschlafen, aber ich kann es euch mitgeben. Steve Kroll, der 24-jährige ehemalige Unterhachinger, wechselt auch ablösefrei nach Darmstadt. Morten Behrens hat die Nummer 12 und Kroll sehen wir jetzt rechts am Bildschirmrand. Ein junger Torwart, der da aus Unterhaching zu uns stößt. Und natürlich geht auch der Blick Richtung Morten Behrens. Bei Behrens ist man sich noch nicht hundertprozentig sicher, welchen Verlauf es haben darf, haben wird. Bei seiner Ankunft hier in Darmstadt hat er ja relativ mit breiter Brust erwähnt, dass er nicht unbedingt hergekommen ist, um auf gut Deutsch auf der Bank zu versauern. Also er möchte eine Ansage auch an Marcel Schuhn machen. Von daher sind wir mal gespannt, wer sich hier in der Vorbereitung besser herumschlägt und wer dann in der kommenden Saison das Tor hüten darf. Bringt uns auch schon indirekt zum Sommerfahrplan des SV Darmstadt 98. Also wir sind heute am 19. Juni hier zusammengekommen für den Trainingsauftrag der Linien. Die erste Einheit mit dem Ball wird hier heute dann noch absolviert. Und dann geht es ja auch schon zügig weiter. Am 26. Juni machen sich die Linien auf in den Schwarzwald, genauer gesagt nach Lautenbach. Dort geht es dann ins Trainingslager bis zum 3. Juli. Und ab dann wird man sich den Testspielgegnern widmen. Also, bevor ich da zu viel verrate bei den Testspielgegnern, es gibt ein, zwei hochkarätige, aber das Ganze möchte ich noch ein bisschen unter Verschluss halten. Aber wenn ihr jetzt die ganzen Spieler seht und euch vielleicht ein bisschen selbst betätigen möchtet, vielleicht nicht unbedingt heute, aber zur Abendstunde vielleicht, dann kann ich euch gerne den Linienlauf ans Herz legen. Ja, also nicht nur die Mannschaft kann schwitzen, sondern auch wir. Also von daher gilt es beim Linienlauf darum, egal ob Marathonläufer, Jogger oder Spaziergänger, lasst uns gemeinsam Kilometer sammeln, um so alle möglichen Auswärtsziele in der Liga zu erreichen. Es sind ein paar Kilometer, muss ich zugeben, aber natürlich hat das Ganze auch einen höchst schönen Hintergedanken für jeden Teilnehmer, der sagt, ich sammle ein paar Kilometer, egal ob 1 oder 10, der macht mit bei einer Verlosung, also kann dahingehend auch was Schönes gewinnen. Und wenn wir hier uns die Trikots angucken, dann würde ich mich vielleicht auch eintragen. Also, das schöne Sortiment um die Trikots. Erinnert ein bisschen, muss ich zugeben, an den Trikotsatz von 2018, 2019. Hat vielleicht auch schon der ein oder andere von euch auf dem Schirm gehabt, dass sich die Zielstreifen von der Vertikale, von der Horizontale in die Vertikale verlagert haben. Hat sich ja dann doch bemerkbar gemacht. Kleine Anmerkung, damals sind wir mit Platz 10 rausgegangen in der Saison. Also hätte ich auch nichts gegen bei der kommenden Zweitliga-Etappe, die jetzt auf uns zukommt. Von daher schauen wir mal, was da so rumkommt. Und dann gucken wir mal auf das neue Sortiment. Also es sind, wie gesagt, ein paar Namen, die sich hier
nach Darmstadt verschlagen haben. Und allen voran er hier, Emil Karic, erster Neuzugang vom SCR Altach, ablösefrei gekommen, der 24-Jährige. Habt's gesehen, Vertrag bis 2024. Angesprochener Morten Behrens, ebenfalls ablösefrei gekommen. Das kann ich hier zu jedem Spieler sagen. Also Darmstadt hat das hier wirtschaftlich gesehen einwandfrei gemacht. Yannick Müller, der Innenverteidiger, ablösefrei von Dunjaska Streda gekommen. Auch er ein Vertrag bis 2024. Dann bei ihm, sehr interessant, Philipp Dietz im Sturm. Natürlich ist die Frage, wer kann Serdar Dursun ersetzen? Und das Wort will ich eigentlich gar nicht so in den Mund nehmen, sondern eher vielleicht etwas flexibler gestalten. Dass man eine Person 1:1 ersetzen kann, halte ich für schwierig. Aber genau deswegen ist ja die Frage, ob man es überhaupt denn muss. Kann ja auch mehrere Spieler nehmen. Also es bleibt noch eine Frage, ob dann noch was im Sturm dazukommen kann. Und ja, er hier ist ja praktisch auch ein Neuzugang. Braden Manu nach seiner Leihe zu seinem Ex-Verein, zu Halle, darf er jetzt auch wieder Akzente hier in Darmstadt setzen. Natürlich auch Leo Müller, auch von seiner Leihe zurückgekehrt aus Koblenz. Ja, und er hier, auf den sind wir am meisten gespannt. Thorsten Lieberknecht, ein Trainer mit Erfahrung. Nach fast genau 7 Monaten Pause hat es ihn wieder an die Coachingzone zurückgezogen. Und dann, als er Darmstadt gehört hat, da hat er nicht lange überlegt. Zuvorige Stationen, eher bekannt bei Eintracht Braunschweig von 2008 bis 2018. Also ganze 10 Jahre bei den Braunschweigern verbracht, 144 Siege in dieser gesamten Zeit eingeholt. Ehe es ihn dann ebenfalls im Jahr 2018 dann zum MSV Duisburg gezogen hat. Auch dort in 72 Spielen, 25 Siege, mit nach Hause gefahren. Und jetzt hier die Station in Darmstadt. Lieberknecht auch noch selbst als Profi aktiv gewesen. Beim 1. FC Kaiserslautern, bei Waldhof Mannheim, Mainz 05, Saarbrücken und dann Braunschweig. Alles die Stationen vom früheren Mittelfeldspieler. Ja, da sind wir mal gespannt, was Thorsten Lieberknecht mit dieser Mannschaft vorhat. Während der Eröffnungspressekonferenz war er grundsätzlich davon nicht abgeneigt, Ballbesitzfußball hier in Darmstadt spielen zu wollen. Allerdings, so hat das ja auch formuliert, geht es nicht nur darum, den Ball zu halten, sondern schnellstmöglich mit dem Ball auch nach vorne zu kommen. Und in der Defensive, so hat er das gesagt, gibt es ein paar Muster, die er gerne in seiner Mannschaft in den nächsten Wochen näher bringen möchte. Heute soll der Grundstein dafür gelegt werden, aber wie viel davon heute gelegt wird, obliegt ganz ihm. Und dann schauen wir auch gerade noch mal aufs Personal, was sich hier heute auf dem Platz befindet. Natürlich gibt es neben den Neuzugängen auch ein paar Neuzugänge aus der eigenen Jugend. Angesprochener Henry John Crosswaite. Henry John Crosswaite, der ja eigentlich nach Koblenz ausgesehen wird. Also die Leihe findet noch statt, sagen wir es so. Nur da Koblenz erst vor wenigen Tagen überhaupt erst fertig geworden ist mit seiner Spielzeit, möchte man hier noch die Vorbereitung ein Stück weit mitnehmen, bevor es dann nach Koblenz geht. Ja, und wenn der eine geht, kommt der andere zurück. Leon Müller haben wir auch schon hier gesehen, muss ich auch mal kurz erspähen. Für mich gerade nicht zu sehen. Aber unterm Strich Leon Müller heute auch wieder da. Pardon, muss ich mich ganz kurz korrigieren, habe ich hier gerade auf dem Plan gefunden. Leo Müller befindet sich noch im Reha-Programm nach Bänderriss im Knöchel.
Und dann höre ich gerade, dass wir auch schon bei der nächsten Trikotpräsentation startbereit wären. Von daher würde ich auch schon langsam wieder zurück an Julia geben, die sich jetzt mit den Herren von Software, Craft, Dialog Mainz und natürlich auch von dem SV Darmstadt 98 zusammengefunden hat. Dann, Julia, übergebe ich dir das Wort. Wir sind wieder zurück am Spielfeldrand in der knallen Sonne. Bei mir habe ich jetzt Martin Kowalewski vom SV 98. Hi Martin. Hallo Julia. Wir haben gerade schon den Trailer zu unserem neuen Trikot gesehen. Darüber wollen wir uns jetzt ein bisschen unterhalten. Und wir sehen die Spieler jetzt auch schon im Hintergrund mit den neuen Trikots. Wichtigste Frage vor allen Dingen für die Fans vorab: Wo und wann kann man das Trikot denn jetzt kaufen? Ja, also erstmal hallo. Zu euch nach Hause. Das Trikot ist ab sofort bei uns im Online-Shop logischerweise erhältlich und im City-Shop am Friedensplatz. Ab sofort auch wieder jeden Tag von 10 bis 19 Uhr geöffnet und im Loop auch jeden Tag ein bisschen später von 11 bis 18 Uhr. Also sind wieder alle Kanäle erreichbar. Super. Wir vertrauen ja auch in der kommenden Saison jetzt wieder unserem Ausrüster Craft. Mhm. Was schätzt du denn an der Partnerschaft mit Craft? Also erstmal schätzen wir die Zusammenarbeit mit dem Team um André Bachmann, dem Geschäftsführer. Super loyale Kooperation, sehr intensiver Austausch jeden Tag. Gerade auch die letzten 14 Monate war ja nicht so einfach in der Corona-Zeit. Was für uns auch schön ist, dass wir nicht einer von vielen Vereinen sind, die bei Craft unter Vertrag stehen, sondern wir sind ein wichtiger Kunde für Craft. Das spüren wir auch tagtäglich in dem Miteinander und freuen uns jetzt auf schon das vierte Jahr, was bevorsteht. Also eine tolle Partnerschaft und schöne Trikots dazu. In der Tat, gefallen mir auch ganz gut. Wir haben auch heute jemanden von Craft hier, das ist der Rudi Gräber, den würde ich jetzt auch mal zu uns bitten. Ich muss aber noch mal ganz schnell das Mikrofon holen. Moment. So. So, damit wir dich auch hören, Rudi. Hallo, herzlich willkommen bei uns. Komm mal ein bisschen rüber. Ich muss mal ein bisschen so. Genau. So, sind wir alle im Bild. Ein bisschen schwierig heute. Mal die Frage vorab. Wie ist es denn für dich jetzt, du hast ja das Training auch schon ein bisschen beobachtet gerade, eure Trikots jetzt doch nochmal heute live das erste Mal an den Spielern zu sehen? Ja, das ist einfach mega, weil man so ein bisschen den Entstehungsprozess mitbekommt. Am Anfang gibt es ein paar Grafiken und dann kommt irgendwann das erste Stoffmuster und dann hängt es bei uns an der Stange, aber das dann nachher wirklich an den Körpern von den Jungs zu sehen, ja, macht einen schon ein bisschen stolz auch einfach, ja. Jetzt auch heute nur beim Training, sage ich mal. Das heißt, die ganzen Spiele kommen dann nochmal. Man sieht das Trikot dann im Fernsehen und ja, es ist dann präsent überall. Vielleicht kannst du den Zuschauern zu Hause mal ein bisschen was über die Zusammenarbeit erklären. Wie läuft das ab? Es gibt ja sicherlich Meetings vorab. Bringt ihr dann Muster mit oder haben die Lilien das Trikot jetzt selbst designt? Wie ist da der Prozess? Nein, also grundsätzlich ist das ein gemeinsames. Es gibt natürlich Projektteams, bei uns ist es unsere Kastenschmiede, von den Nilen gibt es dann auch ein Team und es ist einfach ein gemeinschaftliches. Am Anfang werden Ideen ausgetauscht und man muss grundsätzlich sagen, es gibt halt auch viele Auflagen vom DFL einfach, was machbar ist, was nicht machbar ist. Also es gibt unheimlich viele Regeln. Man arbeitet sich dann so ran, es ist aber tatsächlich dann so, dass man eigentlich sagen kann, dass die Lilien eher für das Design zuständig sind und wir sind dann tatsächlich für das Material, ne, für die Technik hinten dran, für den Schnitt, das ist, kommt dann aus unserer Schmiede sozusagen. Thema Material, gutes Stichwort. Was ist denn das Besondere bei diesem Trikot jetzt? Genau, Thema Material, Funktionalität, gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Also das Wichtigste ist natürlich die Lilie auf der Brust, einzigartig. Ist es, wir haben mit einer Jacquard-Nike-Technologie hinten am Rücken gearbeitet, sprich unheimlich guten Feuchtigkeit und Wärmetransport. Der Schweiß geht schnell nach außen, trocknet, dadurch kommt ein Kühleffekt.
Ein hoher Stretch-Anteil ist mit drin, dass die Passform als erstes mal passt natürlich und dass die Bewegungsfreiheit einfach für die Jungs gewährleistet ist, auch noch in der 95. Minute dann einfach gut dazustehen. Also Komfort auf allen Ebenen sozusagen. So, sehr gut, sehr gut. Dann habe ich noch eine letzte Frage an euch beide. Wie gefällt euch das Trikot denn persönlich, jetzt aus eurer eigenen Sicht? Darf beginnen, wer möchte. Also mir gefällt das weiße Trikot fast besser. So, sorry. Das weiße Trikot gefällt mir persönlich besser. Werde ich mir auch kaufen. Meine Töchter haben auch schon nachgefragt. Aber ich glaube, es sind beide gut gelungen. Haben uns ja auch Mühe gegeben. Es ist immer schwierig, wieder ein neues Trikot zu entwerfen, weil im Fußball irgendwie schon alles da gewesen war. Aber ich glaube, wir haben ganz guten Wurf gelandet. Also weiß gefällt dir? Ich stehe auf weiß. Okay. In dem Falle. Ja. Ich muss auch zugeben, ich war sonst immer ein Fan von dem Blauen und bin diesmal auch der Weiß-Fan geworden tatsächlich. Es ist elegant aufgeräumt, finde ich, aber auch irgendwie ja, klassisch schön. Und ja, ich hoffe, dass viele Leute Freude dran haben werden einfach. Ja. Das hoffen wir auch. Dann danke ich dir, Rudi, und Martin, dir auch. Und wir machen jetzt direkt einen fliegenden Wechsel und holen den nächsten Interviewgast zu uns. Ein wichtiger Bestandteil des Trikots ist nämlich natürlich auch der Schriftzug hier vorne. Der ist von der Software AG, unserem langjährigen Hauptsponsoren. Und da ist er auch schon, super, der hallo. Alvin. Hallo, Alvin Schauer von der Software AG. Ich habe es gerade schon angesprochen. Ein wichtiger Bestandteil des Trikots ist eben euer Schriftzug. Die Software AG ist ja seit vielen Jahren Hauptsponsor jetzt von den Lilien. Wie ist es oder wie stolz bist du, immer noch diesen Schriftzug auf der Brust lesen zu können? Ja, wir sind da natürlich super stolz und ich denke, wir sehen das immer nach jedem Spiel. Da ist natürlich in der Firma viel Gespräch da, es wird darüber diskutiert, wie lief es denn, wie ist es gegangen. Und da sind wir wirklich super stolz, euer Partner hier zu sein. Wir freuen uns natürlich auch darüber, sind auch immer sehr zufrieden. Thema Hauptsponsoring. Was oder welche Ziele verfolgt denn die Software AG beim Thema Hauptsponsoring? Wie ist die Zusammenarbeit mit uns? Welche Themen oder auch Zusammenarbeiten werden da angegangen? Was machen wir zusammen? Also vielleicht zuerst einmal, die Software AG ist ja ein international tätiges Unternehmen mit ganz klaren Darmstädter Wurzeln. Und von daher ist es für uns natürlich einfach auch sehr wichtig, mit der Region, wo wir ursprünglicherweise herkommen, einfach eng zusammenzuarbeiten und dort auch wirklich Projekte zu machen, wie das Sponsoring hier. Wir legen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit, dass wir auch mit zurückgeben. Da haben wir ja zusammen auch etliche Projekte jetzt für die Zeit nach der Pandemie zusammen geplant. Und das sind eigentlich so die Hauptthemen für uns. Natürlich auch die Werbewirksamkeit auf dem Trikot zu sein, vollkommen klar. Aber es ist auch vieles dahinter, was wir zusammen an Aktionen machen, wie die Weihnachtsgeschenke in der Weihnachtszeit natürlich. Ja, natürlich, das macht den Leuten Freude. Und jetzt für die Zukunft haben wir auch wirklich vor, ein bisschen was für die Natur zu machen, für die Nachhaltigkeit zusammen. Und ich glaube, da sind wir auf einem super Weg. Ja, wir sind auch ganz gespannt, was für tolle Sachen uns da erwarten. Wir sind ja immer noch in der Umbauphase. Für meinen Geschmack geht es ziemlich schnell voran, muss ich sagen. Ich sehe das ja auch jeden Tag hier. Welche Erwartungen habt ihr denn an das neue Stadion? Es wird ja doch ein Ticken moderner als das alte. Welche Erwartungen habt ihr da? Auf jeden Fall. Und ich denke, was auch wirklich jetzt super ist mit der neuen Tribüne, wo auch die ganzen Gästebereiche jetzt stark erweitert worden sind. Und wir wollen da natürlich einfach auch gemeinsam unsere Kunden einladen, mit den Kunden einen schönen Nachmittag bei euch verbringen und natürlich die Lilien gewinnen sehen. Das hoffen wir natürlich auch. Alvin, das war es tatsächlich schon von meiner Seite. Ich habe noch eine abschließende Frage. Welches ist denn dein Favorit? Welches Trikot? Das Heim- oder das Auswärtstrikot? Es ist natürlich ganz klar das blaue Heimtrikot. Aber ich glaube, ich dürfte auch nichts anderes sagen, nein, wenn du das selber anhast. Nein, ist egal. Beide sind schön. Ja, aber es ist wirklich so. Ich finde das blaue schön. Freut mich. Danke. Super. Gut, dann war es das hier von uns. Und ich entlasse dich wieder in den Schatten. Gerne. Dankeschön. Danke. Bis bald. Danke. Tschüss. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Bestandteil unseres Trikots. Und zwar haben wir auch einen Ärmelsponsor. Du darfst kommen. Das ist Kai Mario Abel von Dialog Mainz hier in Darmstadt. Komm noch einen Schritt zu mir zu, jawohl, gerne auf mich zu.
wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Wir haben uns schon mal zu einem Interview getroffen und da konnte ich ja auch erfahren, dass ihr oder dass du relativ klein bei den Lilien angefangen hast. Ich nenne es jetzt mal so, und zwar ne, als Partner. Und mittlerweile sieht man euch ja auf dem Ärmel. So, seit wann seid ihr dabei und wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr jetzt auf dem Ärmel präsent seid? Okay, also dabei sind wir schon so circa 10 Jahre, also schon ziemlich lange, haben als Partner der Lilien mal angefangen, also wirklich als ganz, ganz kleiner Partner. Genau, ja. Und sind eigentlich jedes Jahr oder jede Saison fast eine Ecke größer geworden, also als Unternehmen und auch als Partner der Lilien. Und auf dem Trikot sind wir jetzt ja die 2. Saison. Und es war eigentlich immer schon mal ein Gedanke oder so ein kleiner Traum auch von uns. Und dann irgendwann kam ein Kontakt der Lilien mit, Mensch, es gibt eine Möglichkeit. Genau, ja. Und dann ja, kamen wir in die Gespräche und dann haben wir die Chance auch genutzt, ja. Mhm. Ja, jetzt hatte ich vorhin den Martin ja schon mal in Bezug auf Craft gefragt, was er eben an der Partnerschaft schätzt. Jetzt haben wir dich mal auf der anderen Seite sozusagen. Ja, was schätzt du denn an der Partnerschaft und auch an der Zusammenarbeit mit den Lilien? Also es ist immer sehr, 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 sehr offen und sehr, sehr freundschaftlich auch und auch sehr verlässlich, was für uns immer super wichtig ist als Partner, als Werbepartner, der wir ja sind, ne? Und wir mögen also einmal die Zusammenarbeit, aber auch so das Ganze drumherum am Verein. Also vom Image mal angefangen, von den Werten, die hier gelebt werden, das passt auch gut zu uns. Ja? Und so, also wir sind super zufrieden mit der Zusammenarbeit, sonst wären wir auch nicht schon so lange hier. Ne? Ja, das stimmt. 10 Jahre ist eine lange Zeit. Mhm. Ich würde sagen, das passt, auch vom Interview her. Ich habe keine weiteren Fragen mehr an dich. Ja. Wir freuen uns, dass ihr heute alle hier seid. Mhm. Und ja, dann... Alles klar, dann vielen Dank. Gerne. So, und das war es jetzt erstmal wieder vom Spielfeldrand. Ich gebe rüber zu meinem Kollegen Angelos, der gibt euch noch ein paar Einblicke in die Trainingseinheit und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann! So, danke an der Stelle. Da habt ihr auch mal einen kleinen Eindruck bekommen, wie es ist, von den Herrschaften selbst das Trikot so zu präsentieren. Und dann sehen wir auch schon die ersten Übungen. Also vier Vierecke hier vorzufinden. Pass-Dribbelübung. Und dann mein vorhin angesprochener Verdacht, dass Leon Müller nicht da ist, kann ich korrigieren. Ihr seht ihn ja. Jetzt auf 5er Höhe circa, gerade mit der Ballberührung mit Erich Berko. Berko ja heute eigentlich nur so eine Teilbelastung, deswegen die beiden da im... ja, ein Dreifachtraining, also Müller, Berko und Kai-Peter Schmitz, die sich da ein bisschen die Bälle hin und her zuschieben. Und jetzt sehen wir eines der Vierecke hier für uns vorzusehen. Also es sind wie gesagt noch ein paar Spieler aus der Jugend aufgefüllt, natürlich der angesprochene Henry John Crosswaite. Dann Till Strelle haben wir, unter anderem David Schumak mit kroatischen Wurzeln, den Verteidiger. Lien Akkus. Philipp Sonn, ebenfalls mit Vertretene. Und da haben wir Leon Müller. Also alles noch, so viel würde ich zumindest vorwegnehmen, recht passabel von der Intensität her. Und dann geht es jetzt, hier ist die ersten Eindrücke zu bekommen. Und hier nochmal die Herrschaften. Alvin Schauer von der Software AG, Rudi Gräber von Craft, Kai-Mario Abel von Dialog Mainz und natürlich Martin Kowalewski, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb von Darmstadt 98, präsentieren hier nochmal stolz das Heim- und Auswärtstrikot. Also wer sich hier auch nochmal umguckt, der wird merken, dass ein, zwei Spieler fehlen. Natürlich Marvin Melem, ebenfalls noch im Reha-Programm nach seiner Knie-OP. Patrick Pfeiffer, ebenfalls im Reha-Programm nach Syndesmose-Verletzung. Tobi Kempe, ebenfalls aktuell nicht auf dem Platz vorzufinden. Wen wir aber vorfinden können, und das kann ich euch sagen, ist Matthias Wittek. Ja, faktisch... auch Neuzugang, Matthias Wittek, nach seiner langen Verletzung in der gesamten Saison, in der gesamten abgelaufenen Saison besser gesagt, konnte er kaum Akzente setzen. Im Gegensatz zu ihm hier, Marcel Schuhen, hat sich dann doch etabliert
Aber mal gucken, wie das jetzt laufen kann, laufen wird mit Morten Behrens. Sind wir einfach mal gespannt. Was wir aber an Darmstadt honorieren und schätzen können, ist diese hervorragende Torwartausbildung. Und das muss man auch einfach mal so erwähnen. Gefühlt jeder Torwart, der hierher nach Darmstadt gekommen ist, mindestens um 2 Level verbessert. Und wer mir nicht glaubt, der kann das Ganze ja sehen. Bruno Esser bei Hannover, Martinha bei Nürnberg, Heuer Fernandes beim Hamburger Sportverein. Also das kann man sich gerne so vermerken. Wir bleiben weiterhin bei der Pass-Dribbelübung. Und falls ihr hier eine laute Stimme im Hintergrund vernehmen könnt, dann wisst ihr ja, das ist Thorsten Lieberknecht. Also der brennt hier auf seine neue Herausforderung. Und hat schon so seine Vorlieben, wie er hier mit der Mannschaft in die kommende Saison gehen will. Zu den vorhin angesprochenen Prinzipien, die Thorsten Lieberknecht praktiziert, ist es für ihn, naja, nicht ganz einfach zu beantworten, zu welchem System er sich zuordnen möchte. Ob 4-2-3-1, 4-1-4-1, was er ja gerne auch in Duisburg mitgenommen hat. Das ist für ihn eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist, und so hat er es auch frei formuliert, du musst in jedem System wissen, was du machen musst. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Des Weiteren beschrieb er noch, dass er mit beiden Systemen gute Erfahrungen gemacht hat. Aber er kennt auch die jeweiligen Schwachpunkte. Also von mir aus habe ich es ja auch so gesehen etwas lieber, wenn man sich auf ein System beschränkt, das so gut es geht perfektioniert und vielleicht noch mit einer Alternative, zumindest nicht allzu berechenbar, im Laufe der Saison sein kann, sein sollte. Also die Intensität bleibt hoch. Nur kurze Anmerkung, in welche Richtung jetzt der Ball gespielt werden soll. Jetzt geht es über die Diagonale. Und dann hier in unserem rechten Eck zu sehen, Emir Karic, Yannick Müller und auch Matthias Bader. An der Stelle auch nochmal alles Gute nachträglich an dich, Matthias. Also Matthias Honsack, Tim Skarke. Darf mir auch gespannt sein, ob die beiden ihre Flügelposition behalten dürfen. Unter einem neuen Trainer kann sich alles mal schnell ändern. Würde mich aber dann doch überraschen. Matthias Honsack in der abgelaufenen Saison einer der schnellsten Spieler der Liga gewesen. Ne? Mit unfassbaren 35,3 km/h. Hätte er dann doch jeden Blitzer auslösen können. Insgesamt aber auch eine gute Saison für Matthias Honsack. In seinen 50 Spielen bei Darmstadt 90, 6 Tore, 8 Assists. Und jetzt kommt's, 4 Tore und 6 Assists hat er alleine in der abgelaufenen Saison absolviert. Also der Österreicher hat sich mit dem vorherigen System gut abgefunden. Ne? Und kann hoffentlich die Leistung auch jetzt in der kommenden Spielzeit abrufen. Also kurze Trinkpause, ist hier keinem zu verwehren. Bei diesen Temperaturen ist hier jede Flüssigkeitszunahme gerecht. Also noch einen Schluck trinken und dann geht es hier gleich auch schon weiter in die nächste Übung. Wir sehen Ovi Tayu, der neue Co-Trainer von Thorsten Lieberknecht. Auch er einen Vertrag unterschrieben bis Juni 23 in seiner aktiven Laufbahn für Preußen Münster, Rot-Weiß Aalen oder auch die Sportfreunde Lotte aktiv. Allerdings musste der gebürtige Gelsenkirchner seine Karriere noch im Diensten der Sportfreunde aufgrund einer Knieverletzung frühzeitig beenden. Aber Erfahrung bringt er mit. Insgesamt 344 Partien,
als Co-Trainer am Bein Falto. Und Erich Berko feuert einmal ein, zwei Bälle an den Zaun. Unwiderruflich hörbar, gehe ich mal davon aus. Also schauen wir mal hier, wen wir hier vorzufinden haben. Staniedewitz sehen wir hier, Emil Karic. Dann 3, 4, 5 sogar. 5 aus der jungen Abteilung. Und dann, na, da läuft er ganz entspannt daher. Der heute erst dazugekommene Steve Kroll. Ich komme dazu. Welche Farbe? Weiß oder blau? So, und während sich die Spieler schon für die nächste Übung vorbereiten, würden wir das Ganze jetzt auch schon, denn ich darf gleich wieder einmal zu Julia übergeben, denn die hat sich jetzt den sportlichen Leiter Carsten Wehmann an der Seitenlinie geschnappt. Und da würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal rüber und hören, was Carsten Wehmann für uns zu bieten hat. So, da sind wir wieder, hier unten am Spielfeldrand. Ich habe den nächsten Interviewpartner bei mir, das ist Carsten Wehmann von den Lilien. Hallo Carsten. Hallo. Heute läuft ja das erste Training mit unserem neuen Cheftrainer Thorsten Lieberknecht. Und wir wollen mal gerne wissen, ob du etwas über die ersten Gespräche und den ersten Kontakt zu Thorsten erzählen kannst. Wie kam es dazu und ja, wie ihr verblieben seid, haben wir ja gesehen. Ja, erstmal sind wir natürlich froh, dass Thorsten, dass das funktioniert hat. Der erste Kontakt war relativ schnell, nachdem klar war, dass wir uns auf Trainersuche begeben müssen. Habe mit ihm telefoniert gehabt, habe gefragt, ob er auf ein Gespräch Lust hat hier in Darmstadt. Und ja, wie er selbst auch schon gesagt hat, war dann relativ schnell, unmittelbar, ich glaube einen Tag später war es dann, war dann hier. Haben wir intensive Gespräche geführt, lange Gespräche auch. Und man hat sofort gemerkt, dass er für die Sache brennt. Und ja, dann hat man ein persönliches Feeling natürlich auch, unabhängig davon natürlich, dass wir uns vorher auch Gedanken gemacht haben, was für einen Trainer wir holen wollen, was für einen Trainertypen und welche Spielrichtung er verfolgt auch. Und von daher haben viele oder eigentlich alle Sachen, ja nicht nur eigentlich, haben die Sachen gematcht. Und deswegen sind wir froh, dass wir dann auch ja, schließlich, glaube ich, eine Woche nachdem wir einen neuen Trainer suchen mussten, dann auch einen neuen Trainer präsentieren konnten. Ja, das ging Gott sei Dank wirklich sehr schnell. Vielleicht kannst du ein bisschen ins Detail gehen. Warum passt Thorsten denn so perfekt zu den Lilien? Ja, einmal von der charakterlichen Seite, was ich eben schon gesagt habe, sehr empathischer Typ, der die Jungs mitnimmt. Man hat schon in den ersten Gesprächen gemerkt, dass er sehr positiv eingestellt ist, eine positive Ausstrahlung hat auch. Und natürlich auch das, was wir analysiert haben vorher, was brauchen wir für einen Trainertypen? Nicht nur charakterlich, sondern auch sportlich, von der Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen möchte. Wir haben ja den Fokus auch darauf gelegt, den Weg weiterzugehen, von der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Da haben die Sachen auch alle sehr gut gepasst. Die Sachen, die er uns erzählt hat, die er mit der Mannschaft vorhat, auch die Jungs zu entwickeln natürlich auch, was wichtig ist für uns, junge Spieler zu entwickeln, den Nachwuchs mit einzubauen. Letztendlich wissen wir auch, dass wir natürlich alle zusammen für Erfolge stehen wollen auch. Und ja, deswegen passt Thorsten absolut gut zu uns. In der Tat, das klingt auf jeden Fall so. Auf dem Platz stehen jetzt heute auch schon einige Neuzugänge wie Behrens, Karic oder Tietz. Wie sieht es denn mit der Kaderplanung aus? Ist die schon abgeschlossen? Ich glaube ja noch nicht. Naja, zum ersten Trainingstag ist die Kaderplanung meistens noch nicht abgeschlossen. Wir haben allerdings im Vorwege auch schon ja, jetzt 6 Transfers gemacht gehabt. Von daher sind wir froh, dass wir schon rechtzeitig da dran waren und 6 Transfers gemacht haben. Wir wissen aber auch, dass da noch ein paar Jungs oder beziehungsweise ein paar Positionen offen sind, wo wir was machen wollen. Und da sind wir hart am Arbeiten dran. Das läuft dann parallel jetzt zum Training. Aber das wissen wir natürlich auch, dass zum Trainingsstart der Kader noch nicht komplett sein kann. Aber da arbeiten wir dann dran auch, dass wir dann auch ja, schnellstmöglich, aber auch bestmöglich eine Auswahl treffen und dass wir den Kader dann sozusagen auch noch verstärken. Ja, das Transferfenster ist ja auch noch relativ lange offen, oder? Ja, bis 31.08. haben wir Zeit. Allerdings haben wir bis dahin dann schon ein paar Saisonspiele. Man möchte natürlich so schnell wie möglich den Kader zusammen haben, aber das braucht auch seine Zeit, die Sachen ja, vorzubereiten natürlich auch. Und ja, der Trainer hat natürlich auch am liebsten den Kader schnellstmöglich zusammen, aber da arbeiten wir dran, dass wir so schnellstmöglich, aber auch so gut wie möglich das dann hinbekommen. Super. Dann war es das jetzt erstmal mit einem Teil der sportlichen Themen. Ich verabschiede dich, Carsten, fürs Erste und wir sehen uns dann gleich wieder.
Und wir machen jetzt nochmal weiter bei Angelos. Der hat noch ein paar Trainingsbilder für euch. Und später sehen wir uns dann nochmal mit unserem Teammanager Michael Stegmeier. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Weiter hier in der Trainingseinheit des SV Darmstadt 98. Also, ich glaube, die wohl bekannteste Übung in allen Fußballligen. Egal ob Profi oder Amateur. Das berühmte Rondo. In dem Fall 6 gegen 2 Situation. Und da geht es jetzt natürlich darum, natürlich die beste Ballbehandlung zu zeigen und wie oft ich den anderen Gegenspieler natzen kann. Also wie oft komme ich da durch die Beine. Ja, natürlich, so viel Spaß muss sein. Wir sind ja auch schon so langsam in Zielrichtung der ersten Einheit. Während der nächste Ball jetzt hier an den Zaun knallt. Ja, und ihr seht, wenn ihr hier sagt, ich würde auch gerne ein bisschen trainieren, aber ich habe nicht ganz die richtige Montur, dann könnt ihr euch entscheiden zwischen Blau oder Weiß. Also in dem Sinne, gerne auch nochmal vorbeischauen, ob es die richtige Größe gibt und dann auch passend zur neuen Saison einkleiden. Was mich auch gefreut hat, dass ich neben Thorsten Lieberknecht und Ovitario auch noch Dimo Wache gesehen habe. Also unser Torwarttrainer jetzt rechts im Bild. Breitet er die Arme aus. Freuen wir uns auch, ihn hier auf dem Platz zu sehen. Ja, und dann geht es jetzt einfach nur noch in diese Übung mit hinein. Ja, was denkt ihr da draußen? Was denkt ihr? Brauchen wir noch ein, zwei Neuzugänge? Ich meine, die Abgänge, die muss ich nicht groß erwähnen, aber klar, einer wie Parzon, einer wie Duosun, einer auch wie Rapp, die tun natürlich in der Seele weh. Und dahingehend ist natürlich die Frage noch groß, ob neues Personal hinzukommt bis zum Trainingslager. Ich bin ja nicht hier, um Spekulationen in den Raum zu werfen, ne? Aber vielleicht sehen wir noch das ein oder andere Gesicht im Laufe der nächsten Wochen hier in Darmstadt. Und da guckt er ganz gespannt auf seine Gruppe. Thorsten Lieberknecht hat sich hier als Fan der Darmstadt-Hymne entpuppt. Dass man auch schon mal als gegnerischer Trainer ein bisschen die Hymne mitgesummt hat, kann ich nicht verübeln. Es kursierte ja auch mal ein Video, wo der 1. FC Köln bei einer Heimfahrt lautstark zur Darmstadt-Hymne mitgegrölt hat. Das war auch was. Charmant von den Kölnern. Ja, und zum Thema Saisonziel. Was hat sich da Thorsten Lieberknecht überlegt? Grundsätzlich ist es noch ein bisschen zu früh, konkrete Zielsetzungen auszusprechen. Natürlich will man ambitioniert bleiben und sich nicht kleiner machen, als man ist. Ein einstelliger Tabellenplatz wäre natürlich eine gute Sache. Hat in den vergangenen Jahren ja auch prima funktioniert. Das Einzige, wo er sich ärgern würde, wäre Platz 4. Denn damit kannst du dir nichts kaufen, meinte er. Da kann ich nachvollziehen. Aber im Laufe der neuen Saison kann man, denke ich, über jeden Punkt froh sein. Natürlich, so wie er es gesagt hat, es ist nicht so, dass wir uns verstecken müssen. Auf gar keinen Fall. Spätestens, allerspätestens seit der letzten Saison sollte jeder Darmstadt auf dem Schirm haben. Und jetzt mit der neuen Saison, da sind ja schon ein paar Kracher dabei. Allen voran natürlich die neu dazugekommenen. Schalke mit dabei, Bremen mit dabei. Ja, nach Hamburg darf es auch nochmal gehen. Ingolstadt, Rostock, ja, also alles auch Spiele, auf die man Lust hat. Schauen wir mal, wenn wir hier nochmal ins Bild reinbekommen. Ja, wir sehen nochmal Staniewicz. Etwas weiter drüber Emil Karic. 2018 vom FC Liefering nach Altach gewechselt. Kommt insgesamt auf 73 Bundesligaspiele. Tatsächlich Bundesligaspiele, so heißt nämlich die Liga in Österreich. Der 1,84 Meter große Linksverteidiger. Vielleicht auch eine Überlegung wert, ob man ihn in die Innenverteidigung stellt. Tempo bringt er ja mit. Eine gute Spieleröffnung soll er ja auch besitzen. Und vor allem das, was hier in Darmstadt gerne gesehen wird, diese kämpferische Tugend. Hat man besonders bei ihm frühzeitig erkannt und sich dementsprechend auch um die Verpflichtung bemüht.
Auch natürlich für Steve Kroll die Frage, inwieweit man sich hier in Darmstadt bewähren kann. Dahingehend natürlich der erste sportliche Gedanke, vor allem besser zu werden. Ob es jetzt für die Nummer 1 reicht, wird man im Laufe der Vorbereitung erkennen. Aber auch für ihn eine neue Erfahrung, zuvor immer nur in der dritten Liga unterwegs gewesen. Und jetzt das erste Mal Zweitliga schnuppern. Ja, und da sehen wir es nochmal, die Abgänge. Felix Platte nach 5,5 Jahren beim SV Darmstadt 98, Nikolai Rapp, dessen Leihende ja auch bekannt geworden ist, Viktor Paltzon, der Isländer Flo Stritzel, wenn er gespielt hat, auch eher ein sicherer Rückhalt, Immanuel Höhn. Ja, den sehen wir nochmal wieder, genau wie ein paar andere auch. Und natürlich Erche, Markus Anfang, hat sich vielleicht nicht ganz so beliebt gemacht nach seinem Abgang. Aber so ist es eben im Fußballgeschäft. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch Markus Anfang und dem Trainerteam einem 7. Tabellenplatz zu verdanken. Was wir auch natürlich in keinem Fall schmälern möchten. Ne? Aber ja, wie gerade eben angesprochen, wir werden ein paar Spieler nochmal wiedersehen. Felix Platte beim SC Paderborn, dort wo sich auch Exilie Marcel Heller momentan aufhält. Immanuel Höhn ja fast nun zum Nachbarn nach Sandhausen gewechselt. Ja, und für die anderen, da ist es noch teilweise ein bisschen unbekannt. Patrick Herrmann, auch den Verein verlassen. Unbekanntes Ziel. Christian Clemens. Da ist auch natürlich die Frage, ob es dann Köln weitergeht. Oder wie das für ihn auch weiter ausgehen kann. Paltzon haben wir schon erwähnt. Den werden wir auf Schalke nochmal wiedersehen. Nikolai Rapp, dessen Leihe ja jetzt geendet hat und wieder zurück nach Union Berlin führt. Wird dann ebenfalls, denke ich, noch nicht ganz zu Ende sein, das Kapitel hier in Darmstadt. Also ich denke, man wird sich bemühen, hat sich hier auch in die Mannschaft prima integriert. Und ich denke, dass er sich auch so vorstellen kann, dass er hier in Darmstadt bleiben möchte. So viel zu dieser Thematik. Kommen wir auch schon dahingehend zur nächsten. Also es geht hier Schlag auf Schlag. Und dann würde ich ein weiteres Mal zu Julia übergeben, denn die hat Michael Stegmeier, den Teammanager, am Mikrofon, an der Seitenlinie. So, da sind wir wieder vom Spielfeldrand. Die Jungs haben eine kurze Trinkpause gemacht. Die nutzen wir. Wir sind jetzt hier mit Michael Stegmeier, dem Teammanager. Hi Stegi. Wir unterhalten uns jetzt mal ganz kurz ein bisschen über die Saisonvorbereitung, die jetzt heute schon gestartet ist. Thema Trainingslager, Testspiele. Wann wird es ein Trainingslager geben und wo? Ja, also zuerst mal, wir sehen es ja hier, dass wir einen Livestream anbieten. Und leider keine Zuschauer hier am Trainingsplatz haben. Die Vorbereitung steht immer noch unter dem Zeichen Corona. Ist alles andere als eine normale Vorbereitung, wie wir sie gewohnt sind. Und ist natürlich sehr, sehr schade, weil wir jetzt gerne auch hier Zuschauer bei unserem ersten Training hier live vor Ort hätten. Ja, und das begleitet uns natürlich in der kompletten Planung. Wir werden am kommenden Donnerstag ein Testspiel bei Rot-Weiß Darmstadt absolvieren. Dort werden wir wahrscheinlich auch, oder wird Rot-Weiß Darmstadt nach der aktuellen Verordnungslage Zuschauer zulassen können. Die genaue Anzahl wird sich dann auch noch zeigen. Das ist natürlich alles andere als vollbesetzter Fußballplatz. Aber wir denken, dass wir vor ein paar Zuschauern spielen können. Das ist ganz klar. Und unser Trainingslager werden wir am kommenden Samstag, am 26. Juni starten, werden dann für eine Woche bis zum 3. Juli im Schwarzwald sein, in Lautenbach, dort im Hotel Sonnenhof, wo wir schon mal vor einigen Jahren waren und dort wirklich super Bedingungen vorgefunden haben. Und auch dort werden wir dann ein Testspiel noch bestreiten. Wie sieht es mit dem Trainingslager und den Zuschauern aus oder Fans? Dürfen die da hinkommen? Können die da beim Training zugucken? Wie ist das dort? Ja, also wir gehen schon davon aus, dass wir dort auch im Trainingslager Zuschauer vor Ort haben dürfen bei den Trainingseinheiten. Wir müssen natürlich schauen, dass wir die Corona-Regeln einhalten, das ist ganz klar. Und das beschäftigt uns eben auch im Trainingslager. Aber es können auf jeden Fall Zuschauer vor Ort sein, die die Trainingseinheiten anschauen können. Auch das Testspiel, das wir dort am Donnerstag, den 1. Juli, gegen Swift Hespering aus Luxemburg bestreiten. Dort werden auch aller Voraussicht nach Zuschauer zugelassen sein. Natürlich immer abhängig von der aktuellen Situation. Ja, und dort werden wir dann auch ein Testspiel streiten. Dort sind natürlich auch Zuschauer dann zugelassen. Ja, ist, wie du schon angesprochen hast, überhaupt nicht einfach im Moment alles zu planen.
Hast du Bauchschmerzen, was jetzt die kommende Saison oder auch die Vorbereitung weiterhin noch angeht? Eben Thema Planung, Corona, Fans? Nein, ich denke, dass es natürlich in diesem Jahr schon etwas leichter ist als im vergangenen Jahr. Wir haben im vergangenen Jahr die Erfahrung gemacht, dass wir quasi von 0 auf 100 umplanen mussten, uns an die Gegebenheiten anpassen mussten. Das haben wir damals schon gut geschafft. Und wir sehen es ja jetzt auch an den aktuellen Infektionszahlen, dass die Zahlen nach unten gehen. Es erleichtert uns die Planung natürlich. Es ist trotzdem immer noch weiterhin schwierig. Aber ich habe da keine Bedenken. Die Jungs haben im letzten Jahr komplett super mitgezogen über das ganze Jahr. Und wir haben jetzt auch schon in den ersten Tagen gesehen, wir halten uns alle an die Maßnahmen, wir halten uns alle an die Vorgaben. Ich denke, dass wir jetzt auch mit der Planung für die Vorbereitung so weit sind, dass wir ja fast durch sind mit der Planung, was auch wirklich sehr wichtig für uns ist. Und glaube ich auch alle Trainerteam, sportliche Leitung, ich glaube, wir sind alle mit der Planung, wie wir sie jetzt haben, sehr zufrieden. Und ich glaube, wir können uns in diesen 4-5 Wochen wirklich optimal auf die Saison vorbereiten. Jetzt haben wir heute, ich drehe mich noch mal kurz um, da beginnt jetzt gleich schon das Spiel, das wird dann Angelos gleich übernehmen und kommentieren. Eine Frage habe ich aber noch, jetzt, wie war das denn in den letzten Tagen hier? Die Spieler sind zum Teil aus dem Urlaub ja gekommen und was wurde hier jetzt gemacht, bevor heute das erste Training jetzt hier stattfindet? Ja gut, ganz klar. Wichtig ist natürlich, dass wir vor der ersten Trainingseinheit laut den DFL-Regularien 2 PCR-Tests absolviert haben. Die haben wir am Mittwoch absolviert und gestern waren glücklicherweise alle negativ, sonst würden wir jetzt hier wahrscheinlich auch nicht stehen. Das heißt, bedeutet auch, dass die Jungs sich im Urlaub sehr gut an alles gehalten haben. Und dann standen erstmal die Routine-Medizinchecks an, die jährlichen Medizinchecks. Man sieht ja, wie wichtig diese Medizinchecks sind, gerade am Thema Eriksson bei der EM. Und da mussten alle Spieler durchlaufen und dann dazu noch weitere Tests wie Laktattests oder Krafttests, die dann von unserem Athletiktrainer Kai da ins Leben gerufen wurden und wo wir da die Jungs auf Herz und Nieren geprüft haben und auch einen aktuellen Stand über ein Fitnesslevel haben. Mhm. Und da an diese Werte können wir jetzt unsere Vorbereitung anpassen. Okay, dann sind wir umso erleichterter, dass da alles gut ist und niemand ernste Probleme jetzt bekommen hatte. Stegi, ich danke dir für diesen kleinen Einblick. Haben die Zuschauer jetzt ein bisschen abgeholt, ein paar Daten wurden schon gesagt. Und das war es jetzt tatsächlich von uns und von mir hier unten. Ich habe gerade schon angekündigt, das Trainingsspiel hat jetzt schon begonnen. Der Angelos kommentiert das jetzt für euch. Ich danke euch, dass ihr hier zugeschaut habt und hoffe, dass ihr noch einen schönen Abend habt. Vielleicht Fußball schaut, genießt die Sonne und wir sehen uns. Bis dann. Weißt du, wie lange noch? So, also, da sind wir auch schon drin, mitten im Spielfluss. Und das ist ja das, worauf wir uns die nächsten Wochen freuen dürfen. Also haben wir ein internes Testspiel, wenn wir es so haben möchten. Und dann gucken wir mal, auf welchen Positionen sich hier die Spieler erstmals dann integrieren dürfen. Ich sehe hier gerade Emil Karic, links am Bielefeldrand. Als Linksverteidiger auf Honsack. Und dann sind wir dann auch im Aufbauspiel drin. Ja, Yannick Müller auf der rechten Seite im weißen Trikot vorzufinden mit der Nummer 20. Jetzt hier gerade am Ball, ablösefrei gekommen. Der 1,87 Meter große Innenverteidiger vom slowakischen Erstligisten Dunajská Streda. Vertrag bis 2024 unterschrieben. Alle Jugendmannschaften des 1. FC Köln durchlaufene. In der B-Jugend als auch in der A-Jugend Meister geworden, in der A-Jugend sogar noch Pokalmeister oder Pokalsieger besser gesagt. Aber ich glaube, ihn kennt man eher aus seiner Dresdner Vergangenheit. 2014 dann der Wechsel von Köln nach Dynamo Dresden. Insgesamt 145 Pflichtspiele für die Dresdner absolviert. Und jetzt hier gerade im Aufbauspiel vorzufinden, da haben wir Matthias Bader auf bekannter Position. Und wieder zuletzt angesprochener Yannick Müller. Hinter ihm Morten Behrens vorzufinden und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, man hört ihn deutlich. Also Behrens versteckt sich hier nicht und jetzt sehen wir auch das erste Tor.
Also, Torschütze Brayden Manu. Prima durchgespielt. Und jetzt geht's in den Aufbau. Also Fabian Holland, Thomas Isherwood, Kapitän der U23-Nationalmannschaft von Schweden. Und da sehen wir auch Enzar Aslan. Also für ihn natürlich auch eine Bewährungsprobe. Vielleicht eher in Kombination mit Philipp Tietz die neue potenzielle Stürmer-Personalie. Ist natürlich dann auch die Frage, ob wir beim 4-2-3-1-4-1-4-1 bleiben. Würde natürlich dann bedeuten, dass nur einer von den beiden vorne im Sturm agieren kann. Also Schumack. Für ihn auch natürlich nicht ganz uninteressant. Jetzt kann er hier mal einen schönen Seitenball spielen, aber gut aufgepasst von Skarke. Kennt man ja auch noch aus der Vergangenheit. Von Skarke macht da natürlich nicht nur vorne die Wege, sondern eben auch nach hinten. Ne? Vor allem beeindruckend über seine Grätschen. Und Philipp Tietz? Ja, wo befindet sich Philipp Tietz, ist die Frage. Muss ich hier selbst einmal erspähen. Philipp Tietz im blau-weißen Trikot. Also natürlich in der Viererkette vorzufinden, Philipp Tietz, der gebürtige Braunschweiger. Mit 1,90 Meter braucht er sich ja gar nicht zu verstecken, schafft er auch eigentlich gar nicht. Nach 51 Spielen und 17 Toren für den SVW in Wiesbaden wird der 23-Jährige nun hier bei den Lilien seine Schuhe schnüren. Insgesamt seine fünfte Profistation, also mit 23 Jahren kann auch nicht jeder behaupten. Und jetzt soll es hier in seinen Augen langfristig was werden. Ah, der verspringt ein bisschen und jetzt hier Philipp Tietz mal 1 gegen 1 gegen Schumack. Allein kann er nicht viel ausrichten. Ne? Spielt allerdings den Ball auf Cissai, auf den dürfen wir natürlich auch gespannt sein. Jean-Peter Cissai, 18 Jahre jung, offensiver Mittelfeldspieler. Der SV Darmstadt 98 hat auch ihn mit einem Profivertrag ausgestattet bis zum Juni 2024. Gut für Cissai als auch für die U19. Er ist für beide Mannschaften spielberechtigt. Also eine Win-Win-Situation für ihn. Entweder er spielt zweite Bundesliga oder er spielt A-Junioren-Bundesliga. Also kann nur gut für ihn sein. Jean-Peter Cissai. Das ist jetzt Yannick Müller im Aufbau. Guter Ball in die Spitze allerdings. Zu wenig Anspielstation für die 41. Ja, und natürlich dürfen wir nicht noch einen vergessen, Frank Ronstadt. Aktuell bei ihm spielerisch leider nicht möglich, aufgrund seiner Auskurierung einer Verletzung, die er leider aus Würzburg mitgebracht hat. Nichtsdestotrotz, der 23-jährige Rechtsverteidiger möchte sich jetzt auch hier in Darmstadt einen Platz erkämpfen. Direkter Konkurrent natürlich Matthias Bader. Aber für den gebürtigen Hamburger mit ghanaischen Wurzeln, der aus der Jugend des FC St. Pauli und dann auch zum Hamburger Sportverein ging, gab es doch eine gute Ausbildung. Insgesamt 52 Mal für die Würzburger Kickers aufgelaufen. Und aktuell, wie gesagt, laborierte noch ein bisschen an seiner Bänderverletzung am Knöchel. Und das hier ist gerade ein bisschen ein ungewohntes Bild. Steve Kroll muss sich da jetzt als Feldspieler begnügen. Das Gute ist, er hat die Übersicht mit seinen 1,89. Aber so gemein will ich nicht sein, um ihn da spielerische Nachteile an den Kopf zu werfen. Das soll ja auch irgendwie das ganze Spiel vereinfachen. Also für den Torwart zumindest, wenn du da ein bisschen mit ins Spiel integriert wirst, haben wir auch schon oft genug gesehen, dass wenn die Keeper angespielt werden, dann auch mal unter Druck gesetzt werden vom heranstürmenden Gegenspieler. Insofern ist eine schnelle Ballbehandlung durchaus Gold wert. Also Isherwood, freue ich mich auch, was da Isherwood zeigen kann mit seinen 1,95. Seit Anfang des Jahres bei den Lilien. Auch er hat noch einen langfristigen Vertrag bis 24. Aber verletzungsbedingt leider keine Rolle gespielt. Und jetzt mal, gut von beiden. Gut von beiden Youngsters.
ehe der Ball dann ins Aus geht. Also das sind die ersten Eindrücke vom Trainingsauftakt hier in Darmstadt. Jetzt geht es hier noch die kommenden Minuten in das Spielchen. Ja, kein schlechter Versuch, um da ein Türchen zu erzielen, aber natürlich ist das Nebensache. Aufbau Matthias Wittek, auch schön ihn zu sehen. Natürlich, ich freue mich hier über jeden Einzelnen, aber vor allem bei Wittek, der auch verletzungsbedingt in der letzten Saison keine Option hatte. Zumindest dann gegen Ende hat es dann nach und nach für den Kader gereicht. Aber netto am Ende dann doch mit wenig Spielpraxis für den 32-Jährigen. So, kurzes Päuschen von Thorsten Lieberknecht angekündigt. Nochmal einen Schluck zu sich nehmen, ehe es dann nochmal weitergeht, so wie ich das einschätze. Also für ein paar Minuten sollte es dann doch nochmal weitergehen. Ja, das sind die bisherigen Neuzugänge. Jetzt haben wir, glaube ich, mal jeden kurz auf dem Schirm gehabt. Natürlich auch den Trainer. Ja, und dann sehen wir nochmal Thorsten Lieberknecht. Ein, zwei Worte mit Jean-Peter Cessai im Einzelgespräch. Ich kann mich nicht hundertprozentig in die Lage reinversetzen, aber ich denke, das tut jedem jungen Spieler gut, wenn sich der Trainer eben mal einen Augenblick für sich nimmt und dann mal auch ein, zwei wichtige, auch aufbauende Worte mit an die Hand zu geben. Ah, jetzt geht es um die Einzelgespräche. Das werden wir vielleicht noch ein bisschen öfter sehen. Timo Wache mit Morten Behrens. Und dann soll es hier nochmal zügig weitergehen. Ansonsten sehen wir auch noch das Pöllenfalltor, zumindest ein Stück davon, der ging gerade im Hintergrund. Falls ihr euch fragt, wie es vorangeht, könnt ihr euch noch jederzeit auf die Baucam des SV 98 draufgehen. Dreimal am Tag wird das Ganze aktualisiert und der Fortschritt macht sich auch bemerkbar. Sofern alles im Zeitplan ist, können wir im nächsten Jahr circa dann auch die Haupttribüne einweihen. Natürlich ist das ganze Konstrukt nichts ohne euch. Von daher hoffen wir auch natürlich, dass die Fans wieder zugelassen werden in der kommenden Spielzeit. Wir sehen es ja auch so ein Stück weit bei der EM. Gut, die Ausnahme in Budapest lassen wir jetzt mal außen vor. Da haben wir eine komplette Puskás-Arena vorgefunden. Aber wenn wir hier auch nur ein Drittel oder die Hälfte voll bekommen, dann ist das schon was. Ein Stück weit Normalität wieder zurückzubekommen. Also Thorsten Lieberknecht checkt nochmal die Uhr. Ich schätze, für 5 bis 10 Minuten soll das Ganze nochmal angedacht werden. So gehe ich zumindest davon aus. Und im Hintergrund sehen wir noch mal Erich Berko, Adrian Staniedewitz, der ehemalige Leverkusener und Leon Müller. Und jetzt auch in gewohnter Position für Steve Kroll. Darf sich da jetzt wieder im heimischen Tor zurückziehen. Und dann, das hat ja fast schon Schiedsrichtermanier, wie der Lieberknecht auf die Uhr guckt.
alles pünktlich. Also weiter geht's jetzt hier in diesem internen Mini-Testspiel, will ich es jetzt mal so sagen. Also machst du Schuhe hin. Gute Saison von ihm. Insgesamt schon 114 Zweitligaspiele absolviert. Seit 2019 bei Darmstadt 98 vorzufinden. Isherwood. Auf Sisai, die Annahme. Nicht gut genug aus Manus Sicht. Aber das war besser, das war gut gemacht. Schöne Eroberung. Da mal dieses Tempo-Dribbling von Sisai. Guck mal an. Am Ende dann ein bisschen gehakt beim Abschluss. Aber das soll ja auch jetzt in die Neuausrichtung des SV Darmstadt 90 gehen, mehr auf die eigene Jugend zu setzen, um mehr Spielanteile für die Jungen heranzubekommen. Inwiefern sich das dann auch in der zweiten Liga bemerkbar machen wird, bleibt dann eine Frage des Trainers. Dass die Jungs kicken können, ist ja unbeschreiblich. Nur je höher du kommst, so habe ich mir sagen lassen, ist die Intensität und vor allem das Tempo, die Schnelligkeit, die gefragt sein wird, einfach immens hoch. Vor allem jetzt hier gerade wieder zu sehen. Schuhn spielt den Kurzball auf Holland und direkt im Hintergrund Crossweight. Also da musst du verdammt schnell sein. Und das wird sich natürlich auch im Laufe der Zeit herausstellen, ob unsere Youngsters schon so weit sind, so schnell die Bälle zu verarbeiten. Das wird zum Beispiel gut spekuliert von Crossweight. Und der Aufbau jetzt erneut Karic, Janik Müller. Ja, vielleicht auch etwas fraglich für Fabian Holland. Wage ich mich eigentlich gar nicht zu bezweifeln. Gucken wir erstmal auf die Szene. Und das ist ein einwandfreier Abschluss von Tim Skacke. Aber zurück, um den Gedanken noch zu vollenden, um Fabian Holland da seine Position ein wenig konkurrenzlastiger zu machen. Emil Karic verpflichtet. Einfach mal schauen. Spekulieren können wir jetzt noch viel. Wir sind ja jetzt gerade noch am Anfang des Ganzen. Von daher können wir uns ja jetzt noch Gedanken machen, wie wir möchten. Sowohl ich auf meiner Seite, als auch ihr da draußen auf eurer Seite. Am Ende geht es ja, egal ob junger Spieler, alter Spieler, ein gutes Kollektiv auf die Beine zu stellen, um eben gegen diese vielleicht schwerste Liga aller Zeiten gut dazustehen. Das war mal eine gute Szene. Schön rausgespielt. Crossweight mit Manu und dann Aslan. Fehlte ein Stück zur Belohnung. Also Bader. Crossweight und wir hören es. Ja, die Intensität ist hoch. Das ist zwar nur ein Trainingskick, wenn man so sagen möchte. Aber trotzdem möchte man sich ja auch beim Trainer beweisen, den ersten Eindruck hinterlassen. Ja, wie gehe ich auf den Ball drauf? Bin ich aktiv? Bin ich passiv? Lasse ich mir Zeit? Kämpfe ich um jeden Ball, trotz des Wetters? Das alles, um schon mal ein paar Eindrücke beim Trainer zu hinterlassen, der sich da ganz hinten postiert hat, genau für der Mittellinie. Könnte ich theoretisch eigentlich mit Thorsten Lieberknecht tauschen. Ich denke, dem wird hier die Position fast schon ein bisschen besser gut tun. Denn der wird das Ganze natürlich so gut es geht von oben überblicken wollen. Auch für Braden Manu interessant, jetzt wo er sich gerade den Ball zurückerobert hat von Tim Skacke. Inwieweit seine Position dann auch in den kommenden Tagen ausgeführt wird. Und das ist sportlich engagiert. Gegen die 41 gibt leider keinen Schiedsrichter, an den man sich hier wenden kann. Aber das ist schon mal gut von Philipp Tietz. Würde jetzt im Spiel den Einwurf rausholen. Aber noch zurück, um zu Braden Manu zu kommen. Der Saisonverlauf bei Halle verlief insgesamt für meinen Geschmack ganz gut. Ich denke, für ihn
so schätzungsweise auch. In 18 Spielen 4 Tore, 5 Assists. Und schon damals bei der damaligen Verpflichtung war man sich ja hundertprozentig sicher, dass er viel Tempo und Durchschlagskraft mitbringt und für sein Alter schon eine Menge Partien im Profibereich absolviert hat. Hat sich jetzt nur noch nach oben bewegt, die Profispielanzahl so rum für den 24-Jährigen. Rechts außen. Ah, da Fabian Holland zu sehen, der 30-jährige Kapitän. Wie lange es ihn noch hier in Darmstadt bleiben wird, werden wir dann nochmal sehen. Für mich ein absoluter Vorzeigekapitän. Sein Vertrag noch bis 2022. 195 Spiele bereits für Darmstadt 90 absolviert. Also mit den Testspielen eingerechnet, wird er auch schon bald sein 198. Jubiläum feiern. Also jetzt der Aufbau in dem Sinne gescheitert. Skarke im Knuddel, kann sich aber lösen. Nochmal zurück über Morten Behrens. Pardon, Marcel Schuhn. Behrens darf sich jetzt hier jetzt als Feldspieler beweisen. Habt ihr bestimmt schon erkannt. Der einzige grüne Hose auf dem Feld. Also innerhalb des Spielfelds. Wieder Skarke, diesmal jetzt etwas zentraler vorzufinden als über die Außen. Kurz mal die Position mit Schnellhardt getauscht. Und jetzt im 1 gegen 1, die Idee ist gar nicht so schlecht. Bader passt da auf, aber dann haben wir wieder den Zweikampf gesehen zwischen Cissai und Bader. Also die Intensität bleibt weiter im roten Bereich. Bader. Ah, Tietz will da auch nicht komplett durchziehen. Das ist eine gute Schussposition für Tietz. Ei, guck an! Philipp Tietz in absoluter Stürmermanier. Einmal kurz hochgeguckt. Und dann Kroll keine Chance gelassen bei diesem Abschluss. Schönes Ding. Ist ja gut. Machen wir das Ganze hier mal ein bisschen zu einem Testspiel. Auch begleitungswürdig. Ja, Schnellhardt. Das ist eben einfach dieses feine Füßchen, was ich an Schnellhardt so sehr schätze. Dieses enge Dribbling, um dann nochmal kurz die Richtungswechsel anzudeuten und dann eben den Ball zu verlagern. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und das ist klasse gelöst. Mit Cissai gut den Körper verlagert. Und dann geht es jetzt mal über die rechte Außenbahn. Also gegen Karic. So, nächster Ball. Der ist deutlich rüber geflogen. Und dann zum Torschützen Philipp Tietz. Also, ein Foul gibt es hier nicht. Da gibt es direkt die Quittung im Aufbau. Also, Fabi Holland, bekanntes Spiel. Schön mit der Hacke. Nochmal mit der Hacke. Ein bisschen zu viel gewollt. Und jetzt vielleicht die angesprochene Durchschlagskraft von Braden Manu im 1 gegen 1, im 1 gegen 2. Und gegen Isherwood musst du dich auch erstmal behaupten. 1,95 bringt er da mit. Mit schwedisch-englischen Wurzeln. Nicht schlecht von Skarke. Legt rüber auf Tietz. Ja, das macht schon mal einen richtigen Eindruck, Philipp Tietz. Nächstes Tor von ihm. Schön rausgespielt, die ganze Szene drumherum. Und natürlich, in echt haben sie noch ein bisschen mehr Platz. Aber auf das etwas beengtere Feld muss man sich eben auch zu helfen wissen. So wie hier jetzt wieder über die Flügel, das ist gut gemacht. Mit Honsack im Doppel. Bringt ein bisschen Platz mit. Aslan signalisiert, den hätte ich gern. Bleiben allerdings
im Ballbesitz. Die Lilien in prägnanten Weiß-Blau. Also ja. Und dann kommt der Pfiff. Und ich höre ein paar Namen von Thorsten Lieberknecht aufgerufene. Die sollen vermutlich nochmal rüber, entweder zum Gespräch oder wahlweise zur Einzelübung folgen. Für den Rest gibt es nochmal ein bisschen was zu trinken. Also es bleibt bei den Gesprächen. Wir gucken mal, wen er sich da rangeholt hat. Ja, wir sehen Schnellhardt, Skarke, Manu, Honsack. Also drei Flügelspieler und ein Spielmacher. Und dann gibt es jetzt noch ein paar wichtige Worte an die Kollegschaft. Haju macht sich da auch nochmal bereit, um da noch Wichtiges ranzuhören. Und dann haben wir eigentlich schon die ersten Impressionen hier aus der ersten Trainingseinheit mitgenommen. Also, das so der erste Auftakt hier in Darmstadt. Soweit nochmal versuchen, Kräfte nachzufüllen. Und dann können wir eigentlich auch schon in diesem Sinne Danke sagen. Also, das ist der erste Eindruck von hier aus Darmstadt. Die erste Trainingseinheit geht dann auch allmählich zu Ende. Wir würden uns an der Stelle auch schon mal verabschieden von euch. Vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten, an MKM, an die Beteiligten von Darmstadt 98. Also an jeden, der das Ganze hier möglich gemacht hat. Und dann hören wir uns spätestens dann, wenn die Testspiele aus Darmstädter Sicht übertragen werden. Wir Lilien aus Tradition anders. Ich verabschiede mich dann von meiner Position aus und wünsche allen da draußen noch einen wunderschönen Samstagnachmittag. Bis dahin. Ciao, ciao.